Freunde, das lange, lange Warten hat ein Ende. Die Bundesliga geht wieder los. Und die Jungs, die haben letztes Wochenende in Aue schon richtig Lust gemacht mit ihrer souveränen Leistung. Und das sogar auswärts. Also das war ja letzte Saison ein bisschen unsere Schwäche. Und das wollen wir natürlich auch in der Bundesliga endlich zeigen. Am ersten Spieltag geht's in Bochum los. Und wir haben ja jemanden, der direkt von da kommt und der uns verraten kann, wie wir das schaffen können in Bochum. Der Vorbereitung kribbelt es natürlich immer. Ich meine, wir hatten jetzt im Pokal natürlich schon das erste Pflichtspiel, wo es dann auch natürlich schon um was geht. Aber jetzt geht es dann endlich in der Liga los und da freut sich, denke ich, jetzt mal jeder drauf nach der Vorbereitung. Es wird auf jeden Fall nicht einfach. Also letzte Saison hat es man ja gesehen, sehr heimstark. Fans pushen dann nach vorne. Es ist auf jeden Fall nicht einfach, da zu spielen. Spielen sehr eklig. Müssen da zusehen, dass sie da nicht viel zulassen. Wir müssen halt von Anfang an hellwach sein, 100% da sein. Wir zeigen halt, dass man hier 3 Punkte mitnehmen will, dass wir dann unsere Chancen dann halt auch nutzen. Ja, was erreichen möchte, dass jeder für jeden dann da ist auf dem Platz und dass wir dann als Kollektiv dann gut funktionieren. Bis jetzt sehr gut, also ich komme super klar mit der Mannschaft. Es war echt nicht schwer, sage ich mal. Vor allem jetzt in der Vorbereitung, dann ist man natürlich auch viel. Also hat man viel Zeit mit der Mannschaft verbracht und ich denke mal, dass die also alle Neuzugänge sehr gut aufgenommen wurden und dass es jetzt kein Thema mehr ist. Also Integration geglückt und heiß aufs Auftaktspiel, das sind wir, denke ich, alle und ich stimme mich auch schon ein. Das Motto am Samstag ist nämlich alle in Rot. Die Jungs, die werden jede Unterstützung von euch gebrauchen können am Samstag. Also zieht euch was Rotes an und auf nach Bochum.